Ja, vielen Dank, lieber Josef. Ich hoffe, man kann mich hören. Vielen Dank, lieber Richard, Schrägstrich Professor Greil, lieber Thomas Mechert, lieber Alexander, herzlichen Dank für die Einladung, für die Organisation. Ich darf im Namen von der Kollegin Bleier, Frau Professorin Bleier aus Salzburg, die ich noch nicht sehe, die aber hoffentlich dazukommt zur Diskussionsrunde, dem Johannes Clausen, den ich schon sehe aus Linz, den Michael Falkstöcker aus Wien und natürlich den Sprecher. So, jetzt sehe ich auch Frau Bleier. Hallo, grüße Sie. Den Felix Keil, der sich die Mühe gemacht hat, zur AML und zur Transplantation seine Highlights zusammenzufassen und wir danach diskutieren dürfen. Lieber Felix, herzlichen Dank für die Vorbereitung und the stage is yours. Okay, also vielen Dank, lieber Dominik. Post-ASH, AML und allogene Transplantation. Zuerst gehen wir vielleicht zum Risiko High-Risk-AML. Wird durch die neuen Substanzen alles besser? Nächstes. Bitte weiterschalten. Das ist relativ interessant, eine Multicenter-Analyse von Behandlungen von Patienten, die TP53 mutiert sind, wo wir wissen, dass das ausgesprochene Hochrisikopatienten sind, wo über Zeitperioden von BARTA diese Patienten analysiert würden. Weiter bitte. Sie können jetzt selber weiterschalten. Ja, wenn es ginge. Ich gehe mit der Weiter-Taste. Muss ich da. Schalten Sie, wenn Sie so nett sind, einfach weiterschalten, es geht irgendwie nicht. Okay. Gut, dann vielen Dank. Gut, also das heißt, die haben über verschiedene Zeitperioden Patienten, die P53, jetzt müssen wir noch eins hinauf, mutiert waren, untersucht. Und zwar 2012 bis 17, 18 bis 19, 19 bis 20 und 20 bis 21. Das waren alles Patienten, die P53 mutiert waren, insgesamt 315. Und Sie sehen auch hier, dass die Vorbehandlungen unterschiedlich waren. Also in der Frühphase, wenn wir uns die Diagnosengruppe anschauen, war das Alter relativ homogen. Die AML de novo lagen bei ungefähr 40%. Und die Patienten hatten komplexe zusätzliche zytogenetische Veränderungen, so um die 80%. Und Komutationen um die 60%, den MT3A, die sehen Sie dann unten angeführt. TET2, I6L, Splicing-Mutationen und so weiter. Also ungünstige Zusatzmutationen, wo zweifelsfrei feststeht, dass wir diese Patienten als Hochrisiko ansehen würden weiter. Die Induktionsregime haben sich über die Zeit geändert. Sie sehen, dass CPX351 und hypomethylierende Substanzen wie Netoclax am Anfang noch keine Rolle gespielt haben, weil dessen sie dann die Überhand genommen haben. Also es sind dann ungefähr so, der Hype von CPX351 war dann 2018 bis 20 ist dann wieder etwas runtergegangen und währenddessen hypomethylierende Substanzen plus Venetoclax auf 20 bis 30% angestiegen sind. Die Rate an Remissionsraten haben sich nicht wirklich geändert. Also die sind so um die 30% und die Patienten, die transplantiert wurden, da lag der Prozentsatz ja knapp unter 20%. Was auch vielleicht ganz interessant ist, also jetzt beim ASH wurde ein Abstract gezeigt, dass CPX351 und Hypvenasa verglichen haben. Auch da war bei den unter 60, über 60 Jahren, was das Overall Survival betrifft hat, nicht wirklich einen Unterschied zu sehen. Bei unter 60 Jahren hat sich das gezeigt, was können wir dann vielleicht diskutieren. Also grosso modo über die Zeit eigentlich nicht mehr CR-Raten und auch nicht wirklich eine durchschlagend höhere Prozentzahl von allogen Transplantierten. Weiter bitte. Das 12 Monate Überleben bleibt eigentlich über die Perioden auch gleich. Es ist interessanterweise sogar in der Periode 2021 etwas schlechter. Da wäre ich jetzt vorsichtig aufgrund der Zahlen. Vielleicht war das auch Covid geschuldet. Darüber kann man nur spekulieren. Aber insgesamt hat sich das Überleben nicht gebessert. Günstig waren die Patienten, die eine Allotransplantation in erster CR erhielt hatten. Die hatten ein besseres Überleben. Und additive komplexe zytogenetische Aberrationen waren weiterhin ungünstig. Also es ist und bleibt leider eine Hochrisikopopulation, die, wenn überhaupt, nur von einer zügigen Transplantation zu profitieren scheint. Weiter bitte. Alter und Allo, Breaking the Ceiling Grass. Ist und bleibt ein Thema. Insofern eine Studie, ganz interessant, ECOG-ACRIN, die haben Dezitabine in der Haltung genommen und Patienten über 60 Jahre eingeschlossen. Die Patienten, die eine CR erzielt haben und einen passenden Spender gehabt haben,
denen für die bestandene Möglichkeit, allogenen Stammzellen zu transportiert werden, nach einer Induktion oder nach einer ersten Konsolidierung. Ja, weiter. Insgesamt haben 105 Patienten die Kriterien erfüllt und wurden eingeschlossen in CR1, CRI1 oder in der ersten leukämiefreien Periode. Das mediane Alter dieser Patienten war 66 Jahre und 26 von 85 analysierten Patienten hatten eine ungünstige Zytogenetik. In der Gesamtgruppe sind mehr in die Allo gekommen, aber nach Studienprotokoll wurden dann 105 eben in CR1 über 60 Jahre einer allogenen Transplantation zugeführt. Weiter bitte. Was wir sehen ist eines, dass eigentlich das 2-, 3- und 4 Jahre Overall Survival und Disease Free Survival durchwegs befriedigend ist. Das liegt also zwischen 56% nach 2 Jahren und geht dann runter auf 42% und die Non-Relapse Mortality, die akute, liegt bei 4,4% bei den Patienten, die über 65 Jahre ist und bei unter 65 bei 8,4, also im einstelligen Bereich. Steigt dann, die mir sicher auch einer GVHD oder anderen Komplikationen geschuldet an, aber die Akuttoxizität ist eigentlich durchwegs zu vertreten und ist, wie auch sonst publiziert, relativ gering. Ja, weiter. Das Hauptproblem ist immer noch, die meisten Patienten verlieren wir aufgrund von Frührezidiven. Also das eine zeigt Ihnen die Zytogenetik, intermediär oder Hochrisiko ist ein ungünstiger Prognosefaktor, das ist jetzt nicht wahnsinnig erstaunlich. Was man sieht, ist, dass die Patienten unter 65 und über 65 Jahre der steile Anstieg der durchgezogenen Zukunft, die meisten Patienten am Anfang in der Frühphase verliert man immer noch aufgrund des Rezidivs. Aber die Patienten, die über 65 sind und eine CR erzielen, haben ein durchwegs akzeptables 4 Jahre Überleben, schließen dann die Autoren. Bitte weiter. Nächstes Topic, Intermediate Risk AML, das wir immer haben. Sollen wir transplantieren, ja oder nein? Eine wichtige Studie, die Herr Bornhäuser gezeigt hat, allogene Transplantationen bei Patienten unter 60 Jahre mit Intermediate Risk AML. Bitte weiter. Das war eine randomisierte Studie, wo 16 Zentren in Deutschland teilgenommen haben, Intermediate Risk Cytogenetics. Und Patienten, die 143 Patienten, die eine CR erzielt hatten, wurden dann eben randomisiert, allogene Transplantation versus konventionelle Konsolidierung. Weiter bitte. Die Studie hat leider ihr Ziel aufgrund der mangelnden Rekrutierung nicht erreicht. Also es waren eigentlich 356 Patienten geplant. Hier sehen Sie die einzelnen Charakteren. Patienten, die MPM1 mutiert waren, hatten keinen unrelated mismatch Spender bekommen. Die müssten einen Sibling oder Full House Donor haben. Und das mediane Alter in der Gruppe war 51. Bitte weiter. Ja, was man sieht, war zu erwarten, dass das Überleben 2 Jahre war eigentlich kein Unterschied. 71 Transplant, 84 konventionelle Konsolidierung und Relapse-Free Survival auch erwartungsgemäß nach der allogenen Transplantation überlegen. 69% versus 41%. Also da hat sich bezüglich Überleben kein Vorteil gezeigt. Die Rezidivrate war in der allogenen Gruppe geringer. Weiter. Das heißt, wie schon gesagt, die Rezidivrate ist deutlich geringer. Die Non-Relapse Mortality, und das finde ich schon also relativ auch wieder beeindruckend, war 9% verglichen mit 2% in der Konsolidierung, also auch relativ niedrig. Alle Patienten, die rezidiviert sind, in der konventionellen Konsolidierungsgruppe sind in die zweite allogene Transplantation gegangen. Das ist sicher ein Thema. Also jetzt wurde kein Patient, der rezidiviert hatte, war verloren. Der konnte dann eben nochmals in die allogene gehen. Die CRI versus CR war ein signifikanter Risikofaktor. Und die Lebensqualität dieser Gruppe, nächstes Slide, war durchwegs vergleichbar. Das ist vielleicht noch ein Punkt, dass die Lebensqualität eigentlich keinen Unterschied gehabt hat. Bitte, dann weiter. Die wichtige Mutationenanalyse ist auch bei Gutrisk, zeigt das hier, MBM1 mutierte AML-Patienten wurden auch auf sekundäre AML-Mutationen analysiert, die Sie hier sehen, SRSF2, ASXL, die üblichen Verdächtigen, und da ist erwartungsgemäß, wenn man eine MBM1 mutierte AML hat,
ist man natürlich gut beraten, machen wir auf sich sehr genau, zusätzliche Mutationen anzuschauen. Wenn die Patienten Mutationen haben, die auf eine sekundäre AML hinweisen, haben sie ein drastisch schlechteres Überleben. Das zeigt wieder, wie wichtig natürlich die Mutationsanalyse ist, auch bei MPM1-Mutierten. Bitte weiter. Was tun im Rezidiv? Alle gute Dinge sind drei. Was machen wir, wenn wir haben ja vorher gesehen, dass das Hauptproblem der Patienten immer noch das Rezidiv ist, die Transplant-related Mortality geht runter. Sehr interessante Arbeit, die eine Dreierkombination mit Azacitidin, Lenalidomid und Spenderleukozyten gegeben hat. Da bin ich ein bisschen gebiased, weil das mein Habilschwerpunkt war und weil Lenalidomid an und für sich ja schon versucht wurde in der allogenen Transplantation, hat einen schlechten Einfluss auf die T-Rex und hat eigentlich die GVHD geboostert. Hier wurden 50 Patienten mit dieser Kombination behandelt und mit den unterschiedlichen Grunderkrankungen, was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, im hämatologischen Rezidiv oder molekularen Rezidiv ziemlich balanciert. Also einige Patienten haben das schon sehr früh bekommen. Die haben 8 Zyklen Azacitidin gekriegt und bis zu 3 Dosen Spenderleukozyten, was durchaus vernünftig ist, weil die natürlich die GVHD sehr triggern können. Und wenn wir Lenalidomid dazugeben, war das ein sehr kluges Protokoll, wo sequenziell T-Zellen gegeben wurden und Lenalidomid wurde dann eben dazugegeben. Und zwar relativ niedrig, mit einer relativ niedrigen Anfangsdosierung von 2,5 bis 5 Milligramm. Ja, weiter. Und was man sieht, ist, die Responserate war nicht schlecht, 56, auch die CR-Rate war eigentlich nicht wahnsinnig unterschiedlich. Molekulares Rezidiv versus hämatologisches Rezidiv. Die mediane Zeit, um eine CR zu erreichen, lag bei 212 Tagen. Und das Overall Survival-Rate war nach einem Aspekt 65% und keine Therapy-related Death. Also diese Dreierkombination scheint durchwegs eine vernünftige Option für Rezidive zu sein. Bitte weiter. Geheilt nach Transplant, alles gut? Bitte? Können wir uns dann zurücklehnen? Das ist eine von den ECOG-ACRIN Trials wurden Patienten analysiert, 3012 Patienten mit AML, die eine Remission erzielt hatten und 3 Jahre relapse-free waren. Erstens ist es einmal interessant zu sehen, also von den 3000 haben das einmal 503 geschafft. Dann wurden sie unterschiedlich allogen, autolog oder nicht transplantiert. Und jetzt schauen wir uns das weiter an. Und was man sieht, dass die Lebenserwartung in allen drei Gruppen, ob sie nicht transplantiert wurden, ob sie allogen transplantiert wurden oder ob sie autolog transplantiert wurden, eigentlich schlechter war als der Durchschnitt der Bevölkerung. Auch die allogen Transplantierten haben andauernd einen Überlebensnachteil im Vergleich zu einer gematchten Kohorte. Das bei No-Transplant sehen Sie, dass es tendenziell sowieso runtergeht, was jetzt nicht so erstaunlich ist, aber auch Allogene bis auf 14 Jahre nach hinten Patienten haben ein schlechteres Überleben. Also die AML per se mit diesen Therapieprotokollen ist auch, wenn die Patienten geheilt sind, die sind schon beeinträchtigt und da weisen erfolgreiche Daten auch hin, dass zum Beispiel Patienten nach allogener Transplantation zum Beispiel auch funktionell eingeschickt sind. Aber das trifft hier alle Gruppen, nicht transplantiert, allogen oder autolog transplantiert. Bitte weiter. Und hier noch kurz Sekundenwerbung in eigener Sache. Wir haben eine Nachsorgeambulanz, wo wir geheilte Jugendliche versorgen. Und ich denke, dass das sehr wichtig ist. Sie sehen hier die Spätfolgen kardiovaskulär, endokrinologisch, Osteopenie, neurokognitiv mit Fatigue. Das sind große Probleme und es ist sicher eminent wichtig, auch den Fokus auf das Langzeitüberleben und auf den funktionellen Status dieser Patienten, die wir Gott sei Dank heilen können, dass wir auch darauf Acht geben. Bitte weiter. Wie sieht es mit der Verbesserung des Prozederes aus? Kontinuierliche Verbesserung der GVHD-Prophylaxe. Die Treatment-Related Mortality konnte ich Ihnen hoffentlich zeigen, liegt im einstelligen Bereich. Unter anderem Post-DXI macht es möglich. Das ist der Dominik Wolf natürlich bewandert, der macht das Tag ein, Tag aus. Und wieder einmal das Mikrobiom. Der Darm ist der Vater alles Trübsals. Das haben wir letztes Jahr auch schon gehabt, wo man zeigen konnte, dass sich immer wieder bestätigt, dass der Verlust der Diversität des Mikrobioms prognostisch für die Patienten ungünstig ist. Bitte weiter. Posttransplant Cyclophosphamid verbessert das klinische Outcome bei HLA-mismatched unverwandten Transplantierten signifikant. Es wurden also verglichen der Colmus NTX-ATG mit Post-Zei-Gruppe bei Patienten, bei 128 Patienten. Da gehen wir jetzt schnell drüber. Nächste. Was ich Ihnen nur zeigen will, ist, dass
das Engraftment durch das Post zeitlich nicht beeinflusst wird, das geht gut. Die mediane Zeit zum Engraftment wird nicht beeinflusst, auch die Blättchen kommen gut und ja, es geht schon hätte ich auch so. Und der Polytoner-Chemarismus wird auch gut entwickeln. Jetzt bitte nächstes Tier. Und eigentlich ist es sehr eindrucksvoll. Also das heißt, das GVHD Relapse-Free Survival ist deutlich besser, 54 versus 16%. Das sind also Patienten, die weder eine GVHD haben, noch sonst irgendwie eingeschränkt sind, kein Rezidiv. Und das ist im Anbetracht auch der Lebensqualität oder der Langzeitergebnisse, was das Überleben betrifft, natürlich wichtig. Overall Survival deutlich besser. Kein Unterschied in der Relapse-Inzidenz, wenn man natürlich Angst gehabt hat, wenn man Cyclophosphamid nachher gibt, dass durch die Immunsuppression vielleicht da Rezidive zunehmen könnten. Und die ein Jahr als Non-Relapse-Mortalität ist deutlich besser, wenn Sie Post-Zeit geben im Vergleich zur ATG-Prophylaxe. Dann bitte weiter. Jetzt zum Mikrobiom. Wir haben ja letztes Jahr, Dominik, also diskutiert, dass das Mikrobiom ein prognostischer Faktor ist. Es ist die Frage, kann man ihn beeinflussen? Wir haben auch, es hat einige Daten gegeben, die zeigen, dass zum Beispiel dazu Namen und Benehme die Mikrobiom-Killer schlechthin und dass das auch über das Überleben einen Einfluss hat. Und hier eine ganz interessante Arbeit zum Schluss. Bitte weiter. Die haben untersucht bei 97% das Mikrobiom-Profiling von Patienten und zwar abhängig von dem, was sie gegessen haben. Bitte weiter. Das gefällt mir ganz gut, also was man sieht, dass Zucker schlecht ist. Also was wir auch sonst wissen für das Mikrobiom, dass also bei Patienten, die Zucker-Switch, diese Süßgetränke und viel Früchte gekommen haben, dass die ein deutlich schlechteres Mikrobiom hat. Das weiß man so auch. Und letztes Jahr gab es beim Ash zum Beispiel ein Topic, dass nicht resorbierbare Stärke das Mikrobiom verbessert. Das deckt sich auch mit den Daten ganz gut. Also dass Dry Beans, Peas und diese Dinge, Gemüse und so fürs Mikrobiom gut ist, ein wichtig, denke ich, auch für uns als Zuweiser an die Transplantsetzung, dass wir die Patienten nicht nur in CR, sondern mit einem eigenermaßen Basal-Mikrobiom, zum Beispiel jetzt dem Dominik oder den Grazer Kollegen oder den Saka überweisen. Dann vielen Dank und ich freue mich dann auf spezifische Fragen. Ja, lieber Felix, vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich muss mich hier mal ein bisschen drehen. Die Sonne scheint in Innsbruck, aber auch in Salzburg, wie ich sehe. Bei uns nicht. Ich darf nochmal alle ganz herzlich begrüßen zur Diskussion. Kollegin Bayer aus Salzburg, Kollege Klausen aus Linz, Kollege Pfeilstöcker aus Wien. Wir kennen uns alle, wir können gleich in Medias Res gehen. Es zeigt, ich meine, du hast manche Überraschungen gezeigt. Die erste Überraschung war diese Single-Center-Auswertung von der Mayo Klinik, weil gefühlt würde man ja sagen, über die Zeit sollte eigentlich, oder wenn man die Daten, die wir bisher gesehen haben, auch für die zytogenetisch schlechten, insbesondere auch die TP53 mutierten, sich zumindest ein bisschen was tun im Überleben, durch die Verfügbarkeit von AZA in Kombination mit BCL2-Inhibitoren, aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Das war ja eher ernüchternd. Ich meine, alle natürlich Limitationen, die diese relativ kleine Auswertung von der Mayo Klinik hat. Aber wie sehen es die anderen aus dem eigenen Bauchgefühl in den letzten, wenn wir alle überschauen, die letzte Dekade, glaube ich, ganz gut im Management der AML mit Hochrisikoveränderungen, insbesondere auch Fokus TP53-Mutationen. Tut sich da gefühlt was oder ist es so, wie ich manchmal sage, naja, da können wir eigentlich die Transplantation ja gleich lassen, weil es fehlt ein Arm vom Chromosom 17 und das zweite Allel ist mutiert und es gibt noch komplexe Veränderungen, also da kann man es eigentlich wahrscheinlich auch gleich lassen. Oder ist dieser Nihilismus nicht angebracht? Frau Bleier, wie ist Ihre Meinung in Salzburg? Ja, kein Transplanteur, aber ich habe diese Daten, die gezeigt wurden vom ersten Teil des Vortrages, eigentlich recht ernüchternd gefunden und die bestätigen eigentlich auch schon vorhergehende Publikationen oder Abstracts zu diesem Thema, nämlich dass diejenigen, die einen komplexen Karyotyp haben, generell auf Chemotherapie oder Hochdosistherapien einfach schlecht anzusprechen scheinen. Und über 90% oder 89% dieser Patienten, die TP53 mutiert waren, hatten auch einen komplexen Karyotyp. Interessanterweise waren von diesen, fast 40% entweder 3+7 oder CPX erhalten und das vor der Transplant und das Einjahresüberleben war zwischen 10 und 40%.
Es war natürlich kein direkter Vergleich mit anderen Therapieoptionen da gegeben, aber ich würde sagen, ein einjähriges Überleben von 10 bis deutlich unter 40% ist jetzt nicht gerade weltbewegend. Also eigentlich ja nicht. Das wäre natürlich schön, wenn man hier einen direkten Vergleich hätte mit anderen Optionen, insbesondere dem Venasa, aber es ist fraglich, ob so eine Studie jemals durchgeführt werden wird. Johannes, vielleicht kann ich da ein kurzes Kommentar oder Michael, vielleicht also die Daniel-Polea-Studie, die du ja gebracht hast, vielleicht magst du da was sagen. B53 mutierte mit Zytogenetik, die Venetoclax selbst das mit hypomethylierenden Daten, wie siehst du das? Du hast das in Wien gebracht. Ja, prinzipiell ist ja zu sagen, dass ja die Ernüchterung ja eine Zwei-Phasen-Dynamik hat. Es sind sehr, sehr viele neue Substanzen gekommen, die gezeigt haben, dass auch in der Hochrisikosituation und P53 mutiert, es gute oder verbesserte Remissions- und CR-Raten gegeben hat. Die Ernüchterung kommt dann hinten nach, wo man eben feststellen muss, dass hier sich diese CR-Raten nicht in die Survival-Daten übertragen. Und hier am ESH wurde ja gezeigt, in der Subgruppenanalyse, die P53-Daten mit Venasa. Und hier hat man gesehen, dass hier kein Unterschied im Overall Survival dann nachher zu finden war. Auch wenn man sich das APR246 anschaut, das hier in der Kombination mit Azacitidin eingesetzt wurde als Substanz, die die Konformation vom P53 wiederherstellen soll, auch hier deutlich verbesserte Remissionsraten in den Phase 2 Studien. Die randomisierte Phase 3 Studie hat auch hier eine Verbesserung gezeigt, die allerdings nicht die erwartete gewesen ist. Und man muss jetzt hier abwarten, wie sich jetzt hier das aufs Überleben auswirkt. Und als letzter Punkt, der vielleicht Hoffnung bietet in diesem Zusammenhang, ist der CD47 Antikörper Magrolimab, wo die Phase 2 Daten ja ganz vielversprechend gewesen sind. Wir erwartet haben, ein Update zu bekommen, was aber eh schon rausgeblieben ist. Und im Gegensatz dazu bereits die Dreifachkombination Magrolimab, Azacitidin und Venetoclax vorgestellt wurde. Und man auch hier gesehen hat, dass hier die P53 mutierten Patienten zumindest von der Remissionsrate her eine nicht so schlechte Figur gemacht haben. Die Langzeit- und Überlebensdaten bleiben abzuwarten. Johannes, im Grunde genommen zeigt es, wir haben möglicherweise mehr Optionen für die Patienten, die Höchstrisiko, nennen wir es mal so, also sagen wir mal wirklich biallelische P53-Problematik plus zusätzliche schlechte zytogenetische oder molekulare Marker. Wir haben vielleicht mehr Optionen, die Patienten in die Transplantation zu bringen, aber die Rezidivraten nach der Transplantation sind halt trotzdem exzessiv hoch. Das erste richtig gute Arbeit, die ich da in Erinnerung hatte, ist das JCO-Paper, aus Boston von Bejar, Erstautor, der zeigt, dass wenn diese Kombination da ist, ist immer die Frage, transplantiert man diese Patienten? Ja, natürlich transplantiert man sie, wenn Spender, wenn jung. Aber jetzt auch mal anknüpfend an diese ECOG-ACRIN, die zweite Studie, die Felix gebracht hatte, die Maintenance-Konzepte danach, das aktive Surveillance-Programm, welche MRD Marker sind optimal, wann reagiere ich, gebe ich ganz früh prophylaktisch GLI, wann gehe ich mit der Immunsuppression raus, welche Erhaltungsstrategie mache ich, AZA plus, also ich glaube, da liegt wahrscheinlich sehr viel auch noch an Optionen, aber es gibt halt ganz wenig wirklich gute randomisierte Studien in dem Bereich Posttransplantation. Ja, wie siehst du das? Ja, also ich sehe es auch so, dass das P53 nach wie vor Patienten sind, die durch einen katastrophalen Verlauf nach der Transplantation auch gekennzeichnet sind. Und da sind sicherlich Konzepte erforderlich, sicherlich frühzeitig die Immunsuppression tapern und in Richtung Spenderlymphozyten gehen, wahrscheinlich auch in Kombination mit Azacitidin. Inwieweit man jetzt in der Frühphase nach Transplant schon wieder das Venetoclax zum Einsatz bringen kann, ist natürlich sicherlich schwierige Frage. Es hängt von der hämatologischen Regeneration natürlich, von der hämatopoetischen Regeneration ab. Die sollte da sicherlich schon relativ robust abgeschlossen sein. Und dann wissen wir natürlich auch nicht, inwieweit wir mit dem Venetoclax dann auch wieder den Graft-versus-Leukämie-Effekt reduzieren, weil es ja doch auch eine gewisse immunsuppressive Wirkung hat wahrscheinlich. Ja. Ich kann jetzt so viele P53-Patienten haben wir ja zum Glück nicht, aber wir haben einige, das kann ich vielleicht generell anmerken zu dem Thema,
doch jetzt in der letzten Zeit etliche Patienten, die unter einer konventionellen Induktionstherapie oder CPX-Induktion refraktär gewesen sind, die haben wir dann doch mit Venetoclax-Azacitidin zum großen Teil in eine schöne Remission, oft sogar mit vollständig kompletter hämatopoetischer Regeneration gebracht und dann einer Transplant zugeführt. Das waren jetzt nicht alles P53-Patienten, aber solche, die zumindest induktionsrefraktär waren. Ja. Und da muss ich sagen, ist schon jetzt für solche Patienten hätten wir früher ja auch nicht viel gehabt, da haben wir Flak oder Flak-Ida gegeben und ja, von denen waren dann auch viele refraktär, auch in einem zweiten Induktionsversuch. Also da hat sich jetzt doch schon eine große Option aufgetan, die Patienten die Transplant zu bringen. Insofern das jetzt nicht P53-Delegierte waren, haben die auch nach der Transplant dann eigentlich ein sehr erfreuliches Überleben, rezidivfreies Überleben. Ich glaube, eine der wichtigsten Studien, auch wenn sie leider so ähnlich wie die Sormen-Studie von Andreas Burchert, obwohl sie sehr wichtig ist, nicht in der Lage waren, die Studie auszurekrutieren, was ja eigentlich erschreckend ist. Ich meine, Deutschland macht extrem viele Allotransplantationen und kriegt es dann nicht hin, im Grunde genommen diese avisierte Zahl von, du hattest, glaube ich, gesagt, knapp 300 Patienten zu rekrutieren für die ETHAL-1-Studie, die so essentiell ist, weil die Frage, Transplant ja oder nein, ich meine, du hast es sehr schön geredet, sage ich mal, Felix, ganz frech, dass die Non-Relapse-Mortality so extrem niedrig ist. Ja, die ist heute bei guter Patientenselektion, ist die niedrig. Aber ich sage, die Morbidität durch die Transplantation, und hast am Ende nochmal drauf abgehoben, auf die erhöhte Mortalität an jetzt nicht rezidiv, sondern wahrscheinlich an Sekundärneoplasien und Organschäden in der langen Folge. Also die Transplantationsindikation muss hart gestellt werden. Und wir haben uns da eigentlich immer auf retrospektive große No-Donor-Donor-Analysen verlassen, wo wir große Deltas gesehen haben. Und jetzt haben wir eine Studie, die zeigt, dass in diesem spezifischen Patientengut ELN, intermediäres Risiko, man die Transplantation durchaus postponieren kann. Weil wenn man den Patienten adäquat monitort, und ich glaube, gerade in Österreich geht es gut, weil es sehr zentrumsorientierte Medizin ist, dass man dann die Transplantation im Rezidiv machen kann, weil es gibt keinen Unterschied. Ich meine, das Follow-up ist vielleicht noch kurz, die Studie ist prämatur abgebrochen worden, aber wie seht ihr, vielleicht fangen wir wieder in Salzburg bei Ihnen, Frau Professorin Bleier, an, wie Sie die Studie interpretieren? Ja, also prinzipiell finde ich es gut, dass die gemacht wurde. Schade natürlich, dass die Patientenzahlen nicht erreicht wurden, aber ich glaube, dass das generell ein Problem von Transplantstudien ist. Und ja, also ich würde das auch so sehen, wie Sie sagen, obwohl ich kein Transplanteur bin, dass man versuchen kann, das möglichst weit hinauszuzögern, weil die Daten das initial herzeigen. Ich hätte auch noch gern einen Kommentar zum dem, was der Michael Pfeilstöcker gesagt hat. Also das siehst du aus meiner Sicht total richtig, dass es besser wäre, wenn man als Endpunkt von den großen Phase-3-Studien das Overall Survival anstatt der Remissionsrate hätte. Problem ist aber auch für IITs natürlich, dass man da mindestens 3 bis 5 Mal so viele Patienten braucht. Und das sehe ich generell als ein Problem bei der MDS und der AML und auch bei der CMML an, ist, dass es fast unmöglich ist, Studien mit Overall Survival als Endpunkt finanziert zu bekommen und auch auf einem internationalen Stage sehr schwierig ist, diese Patientenzahlen zu erreichen. Und das schafft man wirklich nur bei den größten Phase-3-Studien und das sind halt sehr wenige in diesen Indikationen. Johannes, darf ich dich nochmal fragen bezüglich Quality of Life gleich in der Transplant-Studie, Transplant gegen Transplant später in beiden Armen, das überrascht mich einfach. Ich meine, jetzt Transplantation ist ja trotz allen Verbesserungen was mit doch relativ engmaschigem Monitoring am Zentrum, ich meine jetzt mal gegenüber einer Chemokonsolidierungsstrategie langfristig. Hast du die Quality of Life Daten im Detail da gesehen oder? Ja, ich habe Anfang. Also, Live-Daten schlechter werden im Transplantarm. Nein, aber es hat bei Mesh ein Langzeit-Follow-up gegeben von Patienten, die allogen transplantiert wurden und die wurden mit den Siblings verglichen. Also es wurden praktisch mit den, und zwar Gesundheits- und funktioneller Zustand, und das ist völlig richtig, das habe ich auch mal gebracht, dass der funktionelle Zustand der Patienten eine allogene Transplantation erzielen und Langzeitüberlebend sind.
altersentsprechend signifikant schlecht ist. Das deckt sich auch mit den Abstract, den ich gerade eben gezeigt habe. Ich denke auch, und das ist auch unsere eigene Erfahrung jetzt, wir haben unsere Transitionsambulanz, dass je länger und je detaillierter man sich das anschaut, natürlich dieses Prozedere Langzeittoxizitäten hat. Aber die anderen Chemos auch. Professor Greil, Richard, bitte. Ja, ich wollte eigentlich in Ergänzung zu dem, was du gemeint hast, im Hinblick auf die Frage, was nach einer allogenen Transplantation sozusagen im Rezidiv ist, ganz kurz fragen. Und zwar, die Frage ist natürlich, wie sich die, wenn P53 so mit den komplexen zytogenetischen Alterationen verbunden ist, wie entwickelt sich denn die molekulare Evolution einerseits auf die allelische Frequenz von P53 und auf der anderen Seite im Hinblick auf potenzielle neue Targets, die in einer Maintenance oder in einer Therapie danach adäquat wären. Und umgekehrt gibt es Hinweise für immunologische Defizienzen, die progredient sind unter dem Rezidiv in der Transplantation, die einen neuen Ansatz für BIK-Konstrukte etc. bieten würden. Hat es da neue Erkenntnisse gegeben vom ESH? Felix, magst du? Also aus meiner Sicht gab es nichts Neues und es ist auch nicht sehr gut strukturell untersucht. Natürlich gibt es die berühmten Beispiele, die quasi den Immune-Evasion-Phenotype gegen GVL nach der Transplantation beschrieben haben, auch sehr prominent publiziert. Aber ich sage jetzt mal, eine systematische Untersuchung der Rezidive molekular für P53-Mutierte spezifisch ist mir jetzt nicht geläufig, dass da was präsentiert wurde. Aber natürlich. Aber sonst, es gab Untersuchungen, die eben, was wir schon wissen, die Polyklonalität der Krankheit und das nach hinten in neue Klone. Aber Antiklone oder vorher nicht existierende gekommen, das gab es aber P53 nicht. Was vielleicht noch ganz interessant ist, dass ja das Venetoclax und wie das auch analysiert wurde bei den P53 mutierten und Zytogenetik, die das haben, dass da eigentlich auch nicht geht. Also der Polier hat sich angesehen, alle Daten von Venetoclax mit wie das in der Kombination bei P53 mutierten. Und wenn die eine zytogenetische Apparation hat, hat das keinen Einfluss, keinen positiven auf das Überleben gemacht im Vergleich zu Intermediate oder Low-Dose ARC. Da fragt man sich schon manchmal, ob man nicht eigentlich den Patienten die balken soll und dann BSC geben soll. Bei P53 mit Zytogenetik. Das Einzige, was die Hochrisikostudie gezeigt, wo ich nochmal shiften wollte, dass die Patienten, die transplantiert wurden, das ist ein Bias, aber das sind ganz wenige Patienten, das shifte ich jetzt nochmal zum ersten Vortrag. Dass der einzige positive Faktor eine Transplantation war, aber es war keine Studie und das ist per se schon ein Selektionsbias. Wenn ich noch kurz was dazu ergänzen darf zur Problematik Therapien nach dem Relaps, dass es nicht nur die klonale Evolution ist und die Entwicklung von neuen möglichen Targets ist, sondern dass wir auch mit Resistenzentwicklungen konfrontiert sind. Was sich relativ viel herauskristallisiert hat aus verschiedenen kleinen Phase-1-Studien am ESH, mit denen man versucht hat, im relapsierten Setting Therapien unterzubringen, hat sich oft gezeigt, dass zum Beispiel die Venetoclax-naiven Patienten dann sehr wohl noch angesprochen haben, während die Patienten nach Venetoclax-Versagen dann hier das nicht mehr haben und man hier durchaus auch mit Resistenzen zu rechnen haben muss. Okay, also letztendlich Johannes, noch dein Kommentar? Ja, vielleicht ganz kurz. Mich hat schon gewundert, dass die 34 Patienten, die rezidiviert waren, oder 38, dass die alle wieder in die in zweite Remission überführt werden konnten. Also das ist jetzt eine Erfahrung, die wir so selber nicht haben, dass jeder Patient wirklich sich darauf verlassen kann, dass er eine CR2 erreicht. Also da verlieren wir doch schon teilweise Patienten in der Salvage-Therapie auch an infektiologischen Komplikationen natürlich, Nicht-Regeneration, also prolongierte schwere Zytopenien und andere Probleme, bis hin zu dem natürlich, dass die dann vielleicht im Rezidiv eben refraktär sich verhalten auf die Salvage-Therapie. Also ich glaube, da sollte man sich doch nicht zu sehr wegen dieser einen Studie in der Sicherheit wiegen, dass jeder Patient dann auch in CR2 transplantiert werden kann, weil er die mit Sicherheit erreicht. Bislang ist der Standard ja dann doch der, dass die Intermediate-Risk im Prinzip eben aus den genannten Gründen in erster Remission transplantiert werden. Und ich glaube, dass dieser Standard jetzt wegen der einen Studie sicherlich nicht umgestoßen werden wird. Ja, Johannes, du beziehst dich auf den Standard, der kommt alles aus Retrospektivanalysen. Ich meine, die erste große zytogenetische Analyse ist dieses COVID-Paper, wenn ich mich recht entsinne, im Clema Oncology.
Dann gibt es diese Auswertungen von der IMLSG mit den Spaniern, die Normal Carrier Type, Non-Mutation, AMS sich anscheinend immer zeigen, dass die Transplant besser ist, Donor-No-Donor-Analysen, aber also wenn wir unseren generellen, jetzt haben wir eine prospektiv randomisierte Studie, jetzt kann man sagen, okay, die hat mich ausrekrutiert, aber zumindest ist sie ausgewertet worden und da sieht man keinen Unterschied. Die hat natürlich die Limitation des großen Bias. Ich meine, die Non-Relapse-Mortality ist relativ niedrig. Ich glaube, dass die im wirklichen Leben ist die Non-Relapse-Mortality, wenn man so transplantiert, dass man nicht jeden Patienten extrem positiv selektioniert und nur HCDCI 01 transplantiert, dann hat jedes Zentrum eine Non-Relapse-Mortality in der Alterskategorie bis 60, die im Bereich bis 20% geht. Also mir scheint, das ist halt hoch selektioniert, ist richtig. Aber es ist eine prospektiv randomisierte Studie und ich bin schon der Meinung, dass man sie zumindest würdigen muss in der Diskussion mit den Patienten, wenn es darum geht, was machen wir bei ihnen? Konsolidieren wir, sie haben eine Induktion bekommen, sind in kompletter Remission, es gibt jetzt zwei Optionen. Wir haben möglicherweise die Option auf den Spender. Die Frage ist, gehe ich das Risiko der Transplantation jetzt ein oder was verliere ich, wenn ich das Risiko nach hinten schiebe und sage, ich mache es im Rezidiv? Und das ist eine ganz, ganz schwierige Frage und ich glaube, das kann man nicht negieren, die Studie. Also meine Meinung. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen. Gibt es da noch Kommentare? Nein, ich nicht. Ganz klar. Ich habe kurz eine Frage, das Rezidivprotokoll, das Triple, DLI, Vitasa und Len, das hat mich schon relativ beeindruckt. Also würde das für euch die Rezidivtherapie beeinflussen? Würdet ihr jetzt eher eine Rescue-Chemo hinter anhalten, wenn er nicht full-blown ist? Weil die Daten eigentlich, also primär die Donor-Leukozyten waren ja schlecht bei der AML, die sind alle rezidiviert. Und jetzt mit der Triple, wenn so ist, bei den 50 hat mich schon relativ beeindruckt. Würde euch das im Rezidiv in der Therapie jetzt eure Strategie ändern oder seid ihr sowieso immer dabei? Also wir sind auf Vidasa und Donor-Lymphocytes eigentlich eh schon relativ gute Verläufe. Ja, plus Len meine ich. Und wir haben jetzt, also bei Lenalidomid habe ich doch öfter schon wirklich schwere GVHDs auch erlebt. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt bei uns zum Standard machen. Ja, ich finde es gut, dass du das sagst, Johannes, weil es gibt ja auch Studien im Myelom, die abgebrochen wurden. Ich glaube, gerade wenn man früh nach der Transplantation unterwegs ist, muss man mit Imiden schon relativ vorsichtig sein. Jetzt in der Kombination, ich würde auch denken, dass es die Zukunft ist sicherlich so, die sehr halt die MRD-getriggerte, wenn man einen Overt-Relapse hat, ist ja auch immer die Frage, gibt man nochmal bei viel Dynamik, gibt man nochmal eine Chemotherapie oder gibt man auch die Kombination Venetoclax plus Azacitidin oder eben Flag-Ida plus DLIs oder macht man eben nur Azza, wenn man wenig Erkrankungsdynamik hat in der Kombination mit DLI. Ich glaube, da gibt es halt auch wieder, es ist eine nicht randomisierte kleine Studie, gibt natürlich nicht wahnsinnig viel. Es gibt jetzt eine randomisierte Studie vom Uwe Platzbecker, die rekrutiert schon in Deutschland, die NET8-Inhibitor-Kombination AZA gegen AZA randomisiert. Wir werden da auch teilnehmen bei einem Chimerismusverlust im CD34-Compartment auf unter 80%. Also das ist basierend auf den AZA-Daten, die schon präsentiert hatten, wenn sie dann Oncology publiziert haben. Wir sind in der Zeit, der Wolfgang Willenbach hat sich schon eingefräst und der Professor Ludwig auch. Ich grüße Sie beide herzlich. Vielleicht noch einen Abschluss, denn wir haben 10 Minuten später begonnen, ist natürlich die Frage Post-Grafting-Cyclophosphamid. Wie wichtig ist das jetzt wirklich? Ich glaube, auch die Frage geht am besten an den Transplantateur, in dem Fall an den Johannes, der das, glaube ich, sehr, sehr viel anwendet. Wahrscheinlich am meisten Erfahrung von uns allen mit dem Post-Grafting-Cyclophosphamid hat der GVHD. Prophylaxe, wie hast du die Daten gesehen? Ja, ich kann das nur bestätigen, dass wir also die haploidente Transplant hat bei uns im Prinzip jetzt schon beinahe den gleichen Stellenwert wie die unverwandt HLA-idente Transplantation. Wir machen das auch zum Teil nach Spenderverfügbarkeit, wen wir da jetzt nehmen. Also wir haben jetzt häufig durch die Corona-Pandemie-Situation unverwandte Spender als Primärspender und halten uns in der Hinterhand einen Verwandten, also haploidenten Backup-Spender. Das hat sich jetzt eigentlich bewährt. Ja, wir machen ungefähr 20 haploidente Transplantationen im Jahr, also ein Drittel unserer Transplantation ist haploident. Und was der Felix hier auch gezeigt hatte, dass bei den Unverwandten jetzt mit Mismatch
sich das Posttransplant-Cyclophosphamid auch durchsetzt. Das haben wir eigentlich auch schon seit einiger Zeit so gemacht. Das hat sich eigentlich auch besser bewährt als ATG. Also das ATG gut für HLA-Identitransplantation, aber bei Mismatch ist es zu wenig und da ist auch das Posttransplant-Zyklo deutlich überlegen. Auch wichtigen, Johannes, Felix hat ja auch den Begriff des GVHD-freien Überlebens. Wir haben ja vorhin gesagt, die Überlebenskurve der Transplantation ist halt häufig auch dadurch ein bisschen geschönt, dass Patienten halt unter GVHD oder chronischer GVHD leiden. Und das GVHD-freie Überleben war ja da schon eindrucksvoll, muss man sagen, in dem Setting. Jetzt Postgrafting in Mismatch-Transplantation. War das eigentlich Knochenmarker oder waren es vor allem periphere Stammzellen, die da transplantiert wurden? Also wir haben Also Triggerbild, ja. Na, wir haben beides gemacht, also sowohl Knochenmark als auch Blut. Und wir haben jetzt doch die Erfahrung gemacht, dass die Peripheren deutlich mehr akute GVHD machen und auch etwas mehr chronische und versuchen jetzt bei Blutgruppenübereinstimmung eigentlich Knochenmark wieder vermehrt einzusetzen. Aber da ist sicherlich das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass es eigentlich keinen Unterschied macht vom Gesamtoutcome, also Overall Survival. Aber die GVHD ist sicherlich ein größeres Problem bei den Blutstammzellen. Okay, wir haben 40 Minuten, um in der Zeit zu bleiben. Nochmal herzlichen Dank an dich, Richard, für die Einladung und Ihnen allen für die Mitdiskussion, allen, die zugehört haben. Und wir reichen das Zepter an die Myelom-Experten weiter.